Überlegen Sie sich bei der Vorbereitung auf das Gespräch, woher der Klient kommt, welche Sprache er spricht, wer beim Gespräch dabei ist, wo, wann und wie lange es stattfindet und welches die zentralen Inhalte des Gesprächs sein werden. Stellen Sie sicher, dass die dolmetschende Person diese Informationen frühzeitig erhält, damit sie sich gezielt auf den Einsatz vorbereiten kann. Gebler vom Jugendamt, hallo. Ich benötige für kommenden Dienstag um 16 Uhr einen Darisch sprechenden Dolmetscher oder Dolmetscherin. Super, vielen Dank, auf Wiederhören. Hallo Frau Tayeb. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Kommen Danke. Sie rein. So, Frau Tayeb, bevor es gleich losgeht, möchte ich gerne noch mal mit Ihnen sprechen, um was es heute gehen soll. Wir machen heute ein Hilfeplangespräch mit Mehran. Mehran ist 17 Jahre alt und kommt aus Afghanistan und ist jetzt schon ein paar Monate in Deutschland. Wir wollen heute besprechen, ja, einmal, wie es ihm die letzte Zeit so ergangen ist und auch ein paar Ziele setzen für die nächste Zeit. Falls Sie mir während des Gesprächs merken, irgendwie die Kommunikation zwischen Ihnen funktioniert nicht so richtig oder ich rede zu schnell, können Sie gerne Bescheid sagen, dann unterbrechen wir. Ja, sehr gerne. Danke. Haben Sie sonst vorab noch irgendwelche Fragen? Jetzt zurzeit nicht. Also vom Ablauf her ist es mir sehr vertraut, solche Gespräche, weil ich... Das kurze Vorgespräch mit der Dolmetscherin hilft Ihnen, eine gute Basis für die Zusammenarbeit zu legen. Die Informationen zum Klienten und zum Ziel des Gesprächs sind eine wichtige Voraussetzung, damit die Dolmetscherin ihre Rolle gut wahrnehmen kann. Okay. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich stelle mich noch mal vor. Mein Name ist Frau Gebler. Ich bin hier im Jugendamt für dich zuständig. Heute bei dem Gespräch dabei ist Frau Tayeb, sie wird das Gespräch dolmetschen. Ich habe mich ihm vorgestellt, dass ich für ihn heute übersetze. Okay. Und ihr versteht euch auch? Ja. Ist es in Ordnung für dich, dass Frau Tayeb heute dolmetscht? Okay. Ja, es ist so wie immer, alles, was hier in dem Raum besprochen wird, bleibt auch hier. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, dass irgendwas nach draußen getragen wird. Stellen Sie zu Beginn des Gesprächs die anwesenden Personen und ihre Rollen vor. Sagen Sie, dass alles verdolmetscht wird, weisen Sie auf die Schweigepflicht hin und holen Sie das Einverständnis für die Zusammenarbeit ein. Damit legen Sie die Grundlagen für ein vertrauensvolles Gespräch zu dritt. Okay. Gut, ich habe ja heute für ein Hilfeplangespräch eingeladen. Das heißt, wir wollen einmal besprechen, wie es dir so in letzter Zeit ergangen ist. Dann wollen wir auch uns ein paar Ziele setzen für die nächste Zeit. Hast du denn irgendwas, was dir besonders wichtig ist, was wir heute besprechen? Sprechen Sie in kurzen und einfachen Sätzen. Und signalisieren Sie, dass die Gesprächsleitung jederzeit bei Ihnen liegt. Sie erleichtern damit auch die Aufgabe der Dolmetscherin. Ich würde ganz gerne bevorzugen, alleine zu wohnen, das heißt eine eigene Wohnung. Eine eigene Wohnung, ganz alleine? Ja, ich komme langsam noch. Ja. Okay, machen wir, sprechen wir drüber. So warten wir können im Rotibus. Aber so ganz zum Anfang würde mich interessieren, wie geht's dir denn aktuell so? Sprechen Sie den Klienten immer direkt an, auch wenn das Gespräch verdolmetscht wird. So wird auch er sich mit seinen Aussagen eher direkt an Sie wenden. Dadurch ist trotz des Umwegs der Verdolmetschung eine funktionierende dialogische Verständigung möglich. Gut. Mehran, von meiner Seite wären wir jetzt durch oder gibt es noch irgendwas, das du besprechen möchtest? Nein, vielen Dank. Okay, das nächste Gespräch würde dann voraussichtlich im Mai stattfinden. Ich schicke dann aber noch mal eine Einladung zu dir. Gut. Ich habe jetzt mit der Dolmetscherin nur noch Papierkram zu erledigen. Du kannst gerne schon losgehen, wenn du möchtest. Okay. Super, dann bis Mai. Gott.
So, also ich hatte den Eindruck, das lief ganz flüssig, das Gespräch, ja, oder? Ja, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass er das alles auch wirklich gut verstanden hat und also seine Sätze waren auch sehr gut klar formuliert. Ja, ich hatte das Gefühl, sie harmonisieren miteinander, das war ein recht flüssiges Gespräch, schön. Ja, danke. Super, ich mache Ihnen noch kurz den Zettel fertig. Das kurze Debriefing ermöglicht ein gegenseitiges Feedback und bietet die Gelegenheit, noch offene Fragen zu klären. Es bringt die Zusammenarbeit zu einem guten Abschluss. Gut. Dann müssten Sie noch einmal bitte hier unterschreiben. Vielen Dank. Bitte. Ich begleite Sie noch kurz zur Tür. Vielen Dank. Ja, danke schön.